Sie uns hören. Hier sind wir. Alles klar. Eine Passagiermaschine der Spanair ist in Madrid kurz nach dem Start zerschellt. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Gran Canaria. Mindestens 45 Menschen kamen ums Leben. 164 sollen insgesamt an Bord gewesen sein. Die Fluggesellschaft gehört zum Lufthansa-Verbund Star Alliance. Ob Deutsche unter den Opfern sind, ist noch unklar. Mick Locher. Rauchsäulen verraten die Absturzstelle unweit des Flughafens von Madrid-Barajas. Löschhubschrauber fliegen an den Unglücksort, um aus der Luft Wasser abzuwerfen. Die Maschine der Spanair vom Typ MD-80 sollte mit der Flugnummer JK5022 nach Las Palmas auf Gran Canaria. Beim Start, hier Archivaufnahmen, meldeten die Piloten Feuer im linken Triebwerk und planten eine Notlandung. Der Jet zerschellte dann kurz hinter der Startbahn. Da er voll betankt war, fing er sofort Feuer. Bisher hatte Spanair keine Verluste zu beklagen und galt als sichere Fluglinie. Die verunglückte Maschine dieses Typs gehörte zu einer Flotte von Jets, die im Durchschnitt 19 Jahre alt sind. Ob Deutsche unter den Opfern sind, ist nicht auszuschließen. Die Lufthansa bot die Verbindung der Partnergesellschaft mit der Flugnummer 2454 an. Ein Großaufgebot an Rettungsfahrzeugen brachte Schwerverletzte in die Krankenhäuser. Offenbar hatte das auslaufende Flugzeugbenzin das trockene Gelände am Unglücksort zuvor in Brand gesetzt. Für den Großalarm wurde der Airport geschlossen. Die Bergungsarbeiten dauern an. Und aus Madrid ist jetzt Miguel Gutierrez am Telefon zugeschaltet. Herr Gutierrez, die Berichte über die Opferzahlen, die liegen jetzt ziemlich weit auseinander. Rettungskräfte sprechen sogar von bis zu 150 Toten. Wissen Sie dazu Genaueres? Also die größten spanischen Medien, speziell was Hörfunk betrifft, Cadena Ser und Asedo, sprechen von einer Todeszahl irgendwo zwischen 100 und 110 Opfern. Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press spricht sogar von 150 Opfern. Und normalerweise sind Medien wie Cadena Ser oder Asedo relativ gut informiert. Sie berufen sich auf offizielle Kreise aus dem Luftfahrt- bzw. Innenministerium. Und möglicherweise wird die Anzahl der Opfer irgendwo sich in diesem Raum auch bewegen. Weiß man, ob Deutsche sich an Bord befanden? Das weiß man noch nicht. Die offizielle Passagierliste ist noch nicht veröffentlicht worden. Es sind sowohl in Madrid wie auch auf Gran Canaria Räume eingerichtet worden für die Verwandten, für die Freunde. Hier werden sie psychologisch und kirchlich auch betreut. Das sind die ersten Personen, die erfahren werden, wer die Opfer sind. Aber wie gesagt, für die Öffentlichkeit, für die Presse sind die Namen noch nicht veröffentlicht worden. Die Fluglinie wollte ja auch am Nachmittag eine Pressekonferenz abhalten. Ist das inzwischen geschehen? Nein, noch nicht. Die Pressekonferenz soll angeblich irgendwann mal jetzt zwischen 18 und 19 Uhr stattfinden. Wir warten darauf und man weiß auch noch gar nicht, wer die Pressekonferenz gehen wird, wer sprechen wird. Es soll aber da in erster Linie nur die offizielle Anzahl der Todesopfer genannt werden. Und man muss noch dazu sagen, dass dieses Unglück hat mittlerweile auch den spanischen Fußball erreicht, denn es soll geplant sein, dass das heutige Freundschaftsspiel zwischen Dänemark und Spanien in Kopenhagen ausfallen soll, weil die meisten spanischen Spieler der Nationalmannschaft des Europameisters so geschockt sind, dass sie heute nicht antreten wollen. Auch über die Unglücksursache, darüber gibt es noch keine neuen Erkenntnisse? Es gibt noch keine neuen Erkenntnisse. Wie gesagt, es befinden sich momentan die Behörden der Flugsicherheit immer noch am Flughafen und es soll die Blackbox auch inspiziert werden. Ob wir zur Unglücksursache heute noch was erfahren, das ist noch in der Schwebe. Miguel Gutierrez, vielen Dank für diese Informationen zum Flugzeugunglück von Madrid. Danke. Abwegig, verfassungswidrig.